Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu Heroes of Might and Magic 3 in der HD Edition. Wir waren so weit, dass wir im letzten Szenario am Ende waren. Wir mussten nur noch Nimbus in die Stadt bringen. Wir wollten eigentlich die Helden leveln, das habe ich dann privat gemacht. Was geht es euch an, was ich da noch ein bisschen hin und her laufe und die einzelnen komischen Steine, Obelisken hier besuche? Das ist völlig egal. Diese ganzen Helden sind nun alle ein paar Stufen aufgestiegen. Teilweise haben sie bis zu 80 Punkten. Wie kommt das, da sie ja eigentlich nur Stufe 4 ist in Wissen? Na, weil sie ja noch Intelligenz irgendwie gesockelt hat, glaube ich. Muss gerade mal gucken. Intelligenz. Ja, meisterhaft Intelligenz. Verdoppelt die maximale Anzahl von Zauberpunkten. Hört sich doch gut an. Nehmen wir mit. Und Nimbus, du darfst jetzt endlich in die Stadt mit dem Staatsmannsorden. Glückwunsch, ihr habt euer Ziel mit der wertvollen Ladung heil erreicht und gewinnt. Damit speichern wir unter LP21-1 und gehen auch gleich ins nächste Szenario, Vereinigte Front. Um zu gewinnen, müsst ihr alle feindlichen Städte einnehmen und alle gegnerischen Helden besiegen. Am Ende dieses Szenarios werden eure 6 stärksten Helden euch in das Schlussszenario begleiten, wo sie auf Lord Hart und Königin Catherine treffen werden. Lord Hart? Lord Hart, Lord Hart, Lord Hart? Weiß ich jetzt nicht. Kann ich nichts mit anfangen? Wir nehmen... Was nehmen wir mit? Die Greifen. Ich habe diesen Krieg satt. Die Totenbeschwörer ebenfalls. Wir haben vereinbart, bei der Vernichtung König Greifenherz zu kooperieren. Ich hätte niemals gedacht, an der Seite der Totenbeschwörer zu kämpfen. Aber heute schmieden wir gemeinsam die Waffen für unsere Armeen. Zusammen mit den Truppen aus Bracada und Evli sollten wir alle Untoten aus Eratia vertreiben können. Oh, heißt das, wir kämpfen alle gemeinsam? Noch nie zuvor hat Eratia 4 Nationen unter dem gleichen Banner kämpfen sehen. Heute marschieren wir gegen die Armee der Untoten mit Untoten auf unserer Seite. Es mag merkwürdig sein, aber nur so werden wir einen Sieg gegen Deja erringen. Für einen Sieg müsst ihr die Umgebung vollständig kontrollieren. Viel Glück, wir zählen auf euch. Das ist einfacher gesagt als getan. Edric und du, ihr beide seid zumindest schon mal an der Menschenfestung. Das ist ganz gut. Du stehst irgendwo in der Walachei. Du ebenfalls. Du stehst oben bei den Zwergen und Elfen. Du stehst auch in der Walachei. Und du, ausgerechnet du als Nekromantin, bist natürlich an einer Turmfestung. Du bist wenigstens an der richtigen. Das heißt, du müsstest eigentlich nach oben reiten, nach ganz oben. Und du müsstest dann nach links reiten, hierhin. Okay, fangen wir gleich mal an zu reiten, es wird wichtig. Ja, Überreste, toll. Klasse, genau das, was ich wollte. Überall müssen wir jetzt erstmal ein Kreisrathaus errichten, um wenigstens an Geld zu kommen, um uns die Leute leisten zu können. Das wird nicht ganz einfach. Kreisrathaus. Kreisrathaus. Und noch ein Kreisrathaus. Oh, 35 Greifen. Na, das gefällt mir. Das gefällt mir sogar sehr. Die kann gleich mal unsere gute Valeska abholen. Und du nimmst auch noch ein paar Pikeniere mit. Und dann geht's los. Erstmal an Geld. Erfahrungspunkte können wir später immer noch sammeln. Aber wir müssen jetzt ein bisschen vorankommen. Nimm dir mal die Greifen noch mit und diese Pekinäre. Sehr schön. Und dann darfst du hier unten schon mal den Steinbruch holen. Und Edric, macht das hier schon mal frei, kriegt den Segen. Darf hier noch Leute aufstufen, auch nicht schlecht. Und guckt sich hier ein wenig um. Du bist irgendwo in der Walachei gewesen, genau. Dann schau dich mal ein bisschen um, auch wenn hier nicht allzu viel sein wird. Hier haben wir eine Garnison. Oh. Von dort aus könnten sie natürlich auf uns zureiten, das wäre nicht so prickelnd. Wir machen erstmal den ganzen Weg hier frei und gucken uns in Ruhe um. Weiter geht's nicht. Du darfst mal rein in die Festung, du wirst sowieso gleich ganz andere Leute bekommen. Die hier werden wir woanders hinschicken. Nimm den erstmal mit.
überall Zombies, egal wo man hinguckt, es ist furchtbar. Ja, wie gesagt, du bist fehl am Platz. Du wirst jetzt erstmal das Gold looten. Das nehmen wir auch noch mit. Hier kommen wir nicht vorbei. Was soll das denn? Dreck. Halt, einer war noch nicht dran. Nimbus. Nimbus darf hier wenigstens Leute rekrutieren. Wenn auch nur 12 Skelette, aber immerhin. Da schätzt er sich schon glücklich. Einfach Feuermagie. Und die wollen kämpfen. Gut. Sei es drum. Wir haben jede Menge Stufenaufstiege hinter uns und können nicht zaubern. Haben wir die Zauber doch nicht mitgenommen? Du hast doch ein Zauberbuch. Oder? Hast du die Zauber nicht behalten dürfen? Das ist natürlich schade. Dann kommt mal näher. Wir kümmern uns schon um euch. Die Skelette um die oben und die anderen um die unten. Du wartest und unser Geist wird einmal ganz kurz nach oben switchen. Kommt ruhig näher. So ist das gut. Gott, der ist weg. Natürlich gehen sie auf die Geister. Das gefällt mir alles nicht. Die Geister, die werden mal weg. Oh, und die gehen doch noch hinterher. Was soll das denn? Genau, greif du mal die Geister an, damit du richtig schön runtergeschlachtet wirst, du böser Zombie. Ein Hin und Her hier schon am Anfang der Kampagne, das ist natürlich nicht besonders gut. Sehr gut. Ausgezeichnet. Ruhe im Karton. Verbessert Nekromantie und 2 Skelette kommen noch mit zu, sowie diese 12. Es wird wirklich nicht leicht. Da haben wir uns ja auf was eingelassen, Leute. So, erst einmal alles mitnehmen, was wir kriegen können. Edric, du wirst dich hier weiter umschauen. Und findest sogar einen Stall. Okay, das war's schon. Nicht besonders doll. Aber daran müssen wir uns wohl gewöhnen. Das wird jetzt im Laufe der kompletten Kampagne nicht doll. Haben wir irgendwas, was nur Stein kostet? Ja, euch. Die Brüstung. Golemfabrik kostet beides. Wir nehmen nur das mit Stein. Dann haben wir noch ein bisschen Holz für die nächste Woche übrig. Dann können wir erstmal einen Marktplatz bauen. Geschützturm kostet auch beides. Das weiß ich noch. Bruderschaft des Schwertes kostet Holz. Holz, Holz. Ach. Okay. Weiterreiten. Alles mit Zombies besetzt, das ist furchtbar. Da ist noch Gold. Du darfst auch Gold nehmen. Erfahrungspunkte bringen dir im Moment nicht viel. Wie sieht das jetzt aus hier im Zauberbuch? Du hast doch die anderen Zauber, oder nicht? Warum hat er die Zauber nicht bekommen? Ich bin mit ihm extra in jede Festung geritten. Zauberbuch scheint er ja zu haben. Sonst könnte er nicht zaubern. Logischerweise. So, da kamst du nicht durch. Da musst du unten rum. Wenn es denn unten rum geht. Ist ja auch noch so eine Sache. Oh Gott, du warst der Nekromant, genau, der ein bisschen durch die Gegend reitet und ein bisschen was einsammelt. Da können wir uns noch Erfahrungspunkte holen. Sehr gut. Und du? Guckst jetzt mal unten rum, damit du dem anderen den Weg ebnest. Oh, ist aber ein weiter Weg, wenn es wirklich unten rum geht. Dreck.
Ich hoffe, die begegnen sich gleich und dass hier... Ah, keiner im Weg steht. Sehr gut. Steht höchstens sie selber im Weg. Oh, warte mal. Nö. 1000 Gold. Okay, die belagern sich jetzt beide. Das ist perfekt. Super Voraussetzungen. Mehr Moral. Mehr Gold. Genügend Gold haben wir jetzt. Wir müssten langsam dafür sorgen, dass wir... Oh, Rohstoffsilo. Mehr Holz und mehr Eisenerz. Teure Geschichte, kostet aber nur Stein. Nehmen wir einfach mal mit, dann haben wir das auf jeden Fall schon. Du kriegst noch die Schmiede. Gut. Ja, wir müssen das Gold nehmen, damit wir es eintauschen können gegen Rohstoffe, solange wir hier keine Minen freischalten können. Du... Boah, woher kamst du denn eigentlich? Ist eigentlich auch egal. Ich glaube, du darfst hier zu der anderen hin. Und ihr dann auch immer irgendwelche Feen bringen. Gox, nö. Die können die behalten. Gut, Nimbus. Unser kleiner Nimbus 2000 kriegt erstmal 1000 Erfahrungspunkte und dann war es das auch schon wieder für ihn. Valeska. Wollen wir sie angreifen? Ja. Wir brauchen Erfahrungspunkte. Und zaubern können wir doch auch. Ich habe mir doch extra ein Zauberbuch gekauft. Na, meine ich doch. Guckt euch das an. Blitzstrahl. Zack. So, dann kommt mal näher. Jo, sehr gut. Und noch einmal. Tschüss. Hat geklappt, wir dürfen weitermachen. Nehmen noch, meisterhaft Bogenschießen, das ist sehr gut. Pikiniere mit. Oh, und da kommen wir auf Holz zu. Genau das, was wir brauchen. Endlich. Okay, Edric, du darfst dich auch weiter umschauen. Zombies. Nö, muss ich nicht unbedingt haben, das war's schon wieder. Die kriegen wir einfach so, das finde ich toll. Und hier kriegen wir noch Schwertkämpfer. Edric, weiter geht's. Das war's schon. Das untere Gebiet haben wir soweit durch, du wirst dich gleich hier oben noch ein bisschen umschauen. Dann bist du an der Reihe. Kriegst Erfahrungspunkte mit meisterhaft Intelligenz für noch mehr Zauberpunkte. Damit du in jeder Runde einen Blitzstrahl schmeißen kannst.